Hallo liebe Transportfreunde, willkommen zurück. Let's Play Transport Fever 2, Folge 9 und nee, Quatsch, 68 sind wir erst. Umbau Lahnstein Teil 2. Hier müssen noch die Ausweichgleise rein. Problem, was mir allerdings gerade noch auffiel, als ich das hier so gestartet habe. Es müssen hier nochmal ein paar Signale erstmal rein. Ja, schön, da können sie ein bisschen gucken, wie die LKWs abgeben, wenn sie oben stehen. Und hier, das passt dann auch. Die trennen sich schon hier vorne auf. Machen wir später, aber wollen hier schon mal was sehen. Dass das nicht so heftig wird. Hier noch, glaube ich. Da, da. Da geht es noch nicht, weil da noch das Gleis. Genau, so, was mir jetzt noch aufgefallen ist. Bad Wildbad muss noch rein. Ach du Heiliger, wie machen wir das denn? Bad Wildbad muss noch rein. Und zwar vermute ich, die sind Zulieferer hier. Brauchen wir auch nicht. Das lösen wir andermal auf. Problem ist jetzt allerdings dieser Zug. Ach du Gottes Willen. Der muss. Wo muss denn der hin? Der muss von oben reinkommen. Dann ist es eigentlich genau andersrum, wie ich das geplant hatte. Der muss irgendwie hier oben mit drauf. So das, so das, so das. Vermutlich. Die Stahllinie autark nebendran fährt und Bad Wildbad dann einfach hier so gerade hochkommt. Das können wir dann hier oben rausziehen sogar schon. Das machen wir gleich mal. Hier irgendwie so. Schön so, so schön, wie es halt nicht funktioniert, warum auch immer. Ja, weil es kollidiert, klar. Den erstmal zuerst. Genau. So. Und den so wieder rein. Kollision, Kollision, Kollision. Mit was denn eigentlich? Achso, der ist ein bisschen weit unten. Gott, der ist ein bisschen sehr weit unten. Das sieht denn vorher nicht. So, so. Und tschüss. Gut, genau. Der muss auf jeden Fall auf dem Niveau bleiben, ja. Dann klappt das nämlich auch. Hoffe ich. Krümmung zu groß. Hier geht's ab. Kollision. Ja, macht ja nichts eigentlich. Gut, jetzt ist das eine Kurve. Und das funktioniert jetzt so nicht. So, aber. Gut. Perfekt. So, dass der dann da reinfahren kann mit. Das war natürlich wieder mal alles für ein Nullewehr. Das einzige, was da noch sein muss, ist ein Übergang hier dazwischen. Und was sonst kommt der nämlich nie mehr an. Was heißt drum? Beziehungsweise kann man das so machen? Der fährt dorthin, nimmt das Gleis. Das Gleis geht, das wäre dann hier die.
Das wäre die Stahllinie. Können wir wahrscheinlich auch ein bisschen anders nachbauen, ein bisschen flacher die Kurve ziehen. Die Stahllinie hier. Dass der dann von der Stahllinie einmal so schräg rüberfahren kann. Problematisch ist das jetzt allerdings nur. Das brauchen wir nicht mehr. Das machen wir dann auch neu. Der fährt jetzt erstmal hier hin. Problem, die erstmal irgendwo dahin zu kriegen. Dahin, genau. Dahin. Dass man nämlich dann den hier gerade rausziehen kann. Nochmal. Gut. Also habe ich hier gerade was gesehen, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Genau die 44. Das ist ja 44. Dann sowas. 57, das wird nicht besser. Warum denn das eigentlich, Mensch? Erstmal so hier. Ja genau, so. Sehr gut. Wäre das schon mal die schnelle Strecke hier runter? Passt. Und passt. Passt. Der geht dann hier vorne wieder rein. Der hier, das ist der Personenzug. Lahnstein Schotten, das ist auch Lahnstein Ost. Was ist das? Lahnstein Schotten. Nee, ist es auf keinen Fall. Da ist drum Lahnstein Ost auf Gleis 1. Soweit, so gut. Und nur das hier noch. Der Doppelkreuzweiche, dann passt das. So, dann fährt der schon mal da lang. Das ist der Stahl-Lahnstein, der braucht also hier auch nichts. Der andere ist nämlich schon in Schotten. So, der Stahl-Lahnstein, der muss irgendwie dann nüpper. Das macht aber auch nichts. Das ist völlig falsch hier. Das ist okay und der muss wieder weg. So, weil sonst der Winkel nicht mehr stimmt. Beziehungsweise die Kurve zu eng wird. Na, 150, das ist okay. Gut. Dann nochmal das gleiche hier. Hallo? Sag mal. Dann halt so. Und so. Passt. Passt, passt, passt. So, der fährt jetzt hier noch rein und kommt dann darüber. Der kann weg. Genau. So. Mal noch. Lahnstein Schotten. Dann haben wir hier noch einen. Und zwar Bad Wildbad. Ne, Lahnstein Bad Lobenstein ist das. Linie verwalten. Lahnstein fällt raus. Und da auf die 2. Okay. Gut, das wäre schon mal erledigt. Dann können wir das hier noch neu machen.
komplett neu, wenn ich das richtig sehe hier. Beziehungsweise die Brücke, die machen wir mal oben drüber. Von dem hier. Hoppala. Oh ne, das muss ja auch weg. Das passt schon. Und problematisch ist jetzt nur noch er hier. Er kommt aus dem Tunnel raus. Und müsste jetzt im Prinzip oben drüber, beziehungsweise die unten drunter. Ne? Mal gucken, ob das geht. Schauen wir mal. Mit dem irgendwie das hochkriegen. So, die Straße kann auch mal weg. Und die Straße, ich vermute mal, die machen wir jetzt einfach mal unten drunter. Dem ist es gar nicht so wild, die Straße eigentlich. Aber so kann sie funktionieren. Genau, kommt da raus. Beziehungsweise man könnte ja schon ein bisschen höher rauskommen. Gucken wir mal, ob das passt. Du musst nämlich da rüber irgendwie. Dann hier rein. Ach, das wäre wieder so eine Sache. Der eine fährt ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer und schon funktioniert das. Nur fährt er gerade da durch. Mach mal Gas hier. Gut, danke. Alles in mühsamer Kleinarbeit gebaut und jetzt reißen wir es einfach so wieder weg. Also ist halt, wenn man Sachen anzupassen versucht. So. Dann nochmal hier Brücke. Bis dahin. Das können wir dann auch noch ansprechen machen. So, und das Ganze jetzt mal ein bisschen höher. Gut, und schon klappt es nicht mehr, weil hier die Straße im Weg ist. Die Straße nicht bauen. Das müssen wir dann auch mal umbauen. Das ist eine Hauptverbindung unterbrochen wahrscheinlich, wenn ich das richtig interpretiere, diese Fehler. Oder diesen Fehler. So, ein bisschen höher. Jawohl. Gut, und das jetzt hier wieder. Und ein bisschen tiefer. Jawohl, genau so. Den Eingang noch. Perfekt. Das ist doch ein schönes Kreuz, ja, das passt doch. Und das Ganze ohne irgendwelchen anderen Sachen. So, der fährt da noch rein. Dann kann man den schon mal ein bisschen nach vorne schieben. Weil. Und jetzt kommst du hier noch rein. Da bräuchten wir doch einen schönen weiten Bogen. Genau, 134, 137, 136, 137. Ja, das ist okay. Da fährt er nicht so schnell. Dann hier noch rein. Gut. Genau so. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Ja, falsch, falsch, falsch. Ja, so, passt. So, dann wäre der im Bahnhof drinnen. Hier gäbe es noch eine. Das wäre dann noch. Das, ja, bauen wir alles. So, weiter geht's. Jetzt hier die Stahlgeschichten, die hier so rumkommen. Hier geht's schon mal in die falsche Richtung. Bauen wir mal komplett neu. Steigung zu groß. Ja, genau die Steigung meine ich. Okay. Das wäre immer noch eine schöne Brücke. Ja? Links.
oben noch ein bisschen eher ansetzen, dass das ein bisschen höher gehen kann. Ist das innere? Jawohl, genau so. Ganze noch ein hübsch. Bisschen niedriger hier alles. Solange es funktioniert, warum nicht? Muss nicht unbedingt immer so hoch sein. Das geht unten drunter durch. Oh je, nee, das sieht komisch aus. Das sieht das recht komisch aus. Das ist gut. 180, ne, schneller fährt man da eh nicht. 2,5 Millionen Brücke, ist doch mal was. So, das hier noch weg. Das könnte dann auch wahrscheinlich ein bisschen geschwungener ablaufen hier. Ganz viel Spaß. Wo fährst du hin? Maschinenbad Lobenstein. Maschinen sind da hinten, okay, du bist richtig. Du bist richtig und du fährst Warenbad Lobenstein, du bist auch richtig. Gut. Gut, gut, gut. Was haben wir das da drin? Der geht hier drüber. Da müssen noch ein paar Signale hin, logischerweise. Und da muss auch noch ein Signal dazwischen. Gut, passt soweit. So. Dann. Jetzt haben wir ihn hier. Und er muss jetzt irgendwie da auf dieses Gleis. Beziehungsweise er hier, genau. Mit Bad Lahnstein Linie verwalten. Und die muss jetzt noch hier Stein Ost. An der Zeit passt das noch nicht, aber hier bitte mal Lahnstein Ost auf die 2. Funktioniert noch nicht so richtig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weil du nämlich hier, das geht in Ordnung. Die brauchen wir nochmal. Und das auch nochmal. Dann müssen wir hier mal ein bisschen was durchwurschteln. So, jetzt kann der hier mal durchfahren, dass er erstmal am Terminal ankommt. Beziehungsweise er steht ja eh noch. Dann lass mal den erstmal fahren. Er fährt noch gar nicht, das ist schade. Achso, der ist angehalten, okay. Gut, dann fahr du mal. Und sonst passt er nicht, ne? Rittbad, Wildbad, eieieiei. Gut, sehr gut. So, das Ding kommt weg. Das kommt weg. Und jetzt das Bild X. Das passt nicht natürlich, logischerweise, weil der nicht Wege ist. Macht nichts.
Und sie sind hier kaputt. Okay, dann machen wir halt erst das. Geht ja auch. Und jetzt hier danach Kreisel dahin. Oh, schön, dass es funktioniert. Oh, passt. Okay. So, die Linie passt. Die grüne Linie passt noch nicht. Warum eigentlich hier die Dinger fehlen? Grün passt noch nicht. Ich weiß nicht. Achso. Ich vermute mal, hier fehlt wieder irgendwo ein Stück. Ja, genau. Oh Mann. Jetzt passt hin. Jetzt passt auch grün. Gut, das ist so in Ordnung. Das ist okay. So, jetzt kommt er natürlich auch darüber mit irgendwelchen Anlieferungen. Stahl zum Beispiel, sowas wie Werkzeuge. Wo haben wir erstmal hier die drei sind schon mal wieder da. Okay, gut. So, was ist jetzt noch kaputt? Lahnsteinbad, Wildbad. Also das ist unterbrochen. Die Behörden reklamieren das zu Recht, muss man sagen. Weil hier eine Straße fehlt. Wie gesagt, zu Recht. Die Straße fehlt halt. Auch nicht möglich. Ne, die machen wir auch unterirdisch. Genau. Sehr gut. Du. Und die nehme ich auch unterirdisch. Das. So, was haben wir noch? Zug 15. Das passt. Sprit, Maschinen, Lahnstein und Spritbad, Wildbad. Ach Gott, Spritbad, Wildbad. Spritbad, Wildbad ging mit auf die gleiche Linie wie er hier. So, und jetzt haben wir genau das Problem. Die sich nämlich nicht mehr kennen. Ja, dass wir ja auch nicht mehr so einfach hoch können. Allerdings können wir vorher weg. Wir sind dann parallel dazu. Genauso machen wir das. Dann haben wir nämlich hier gleich unseren Warenkreislauf. Warum geht das nicht? Nochmal. Sag mal, willst du mich verarschen hier? Das ist immer ein Heckmeck hier. Kollision mit was denn, ist die Frage? Mal das hier. Probieren wir es mal so rum. Vielleicht geht das ja besser.
denn? Gut. So, die Spritlinie geht allerdings mit hier hoch und müsste somit kannst du mal den Zug wieder losfahren lassen, kein Weg elektrisch, okay, passt. Zug 62, wo bist du? Ah, du bist diese Spritlinie da. Okay. Du bist vorher hier rumgefahren und müsstest jetzt quasi hier rum irgendwie. Boah, ist das kompliziert. Meine Herren. Waren. Die Warenlinie, die fährt hier lang, okay. So, die Warenlinie könnte allerdings auch hier lang fahren. Und dann hier raus im großen Bogen. Und dann wäre die Spritlinie auch wieder okay. Dann machen wir das doch einfach so. Super, dass das wieder geht. Sehr gut. So, da ist dann wieder. Ja, ja, entspann dich, alles gut. So, wie viele Linien gehen hier ab? Güterzug Plastik-Lahnstein, der kommt da drüben an und Güterzug Warenbad Lobenstein, der kommt vermutlich am anderen Gleis an. Auf der 2, genau. Das andere ist ein durchfahrendes Gleis oder zwei durchfahrende Gleise. Das kann noch so bleiben. Beziehungsweise können wir den Bahnhof ein bisschen kleiner machen. Aber lassen wir mal so groß, da kommt bestimmt noch irgendwas dann später mit ran. So, das heißt, du geht erstmal mal weg hier. Da sollte er eh nicht lang fahren, ihr solltet hier auch lang fahren. Dann nehmen wir erstmal das durchfahrende Gleis hier und das durchfahrende Gleis. Yep. So, und das. Ja, dann zum einen der hier. Ja. Zum anderen der hier. Achtundachtzig, neunundneunzig. Ja, das ist eigentlich fast egal. Wichtig ist nur, dass hier ein Signal steht auf der Seite bitte. Das kann weg. Und dass hier ein Signal steht. So, und jetzt kommen hier die anderen wieder raus. Und hier möchte ich nichts abladen. Das ist einfach nur ein Zulieferer. Was ich allerdings haben möchte, ist das hier. Ich haben, beziehungsweise ich möchte es gar nicht so weit haben, weil das haben wir hier gerade reingezogen. Gut. Was ist das hier? Wir können ruhig da schön parallel laufen, das macht nichts. Ja gut, alles vollständig. So, und jetzt? Da. Wow. Alter Punkt. Das ist ein bisschen zu was, ne?
114. Das ist ja Quatsch hier, oder? Wenn das eh schon hier oben runterziehen. Kann man so noch ein bisschen weiter biegen, das muss er hier nicht unbedingt ran. So, mal eins Abstand zwischendurch. Dann sollte das doch funktionieren, oder? Ah. Und du jetzt direkt hier ran ans Dritte. Na genau, siehst du, läuft doch. Ganz ohne irgendwelche Schmerzen. So, 260 ist auch eine akzeptable Geschwindigkeit. Dann kannst du hier mit ran. Gut. Das wäre schon mal erledigt. So, jetzt können die Züge hier wieder durchfahren. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Jo, das Einzige, was da nicht stimmt, ist... Welche Farbe hat denn das Ding? Ja, hier. Hier verwalten. Lobensteinanbau, Bad Wildbad. Achso, stimmt, ja klar. Weil hier das noch nicht. Geht ja noch nicht durch den Tunnel. So sind die jetzt schön getrennt. Da können wir. Jupp. Und auch hier geht es dann wieder sauber auseinander. Jetzt müssen wir nicht mehr mit der Doppelkreuzweiche rumärgern und dieser Brücke, die furchtbar hässlich dann aussieht. Bad Wildbad Bay Bridge. Ach, die kommt sogar erst unten rum, okay. Sehr gut. Und auf welchen Linien kommt die hier an? Auf der Linie. Ich verstehe, ich verstehe. Dann... Also so hier noch. Und so und so. Dann kann hier auf dem Terminal das auf die 2 gehen. Und schon läuft der Hase noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Woran liegt's? Der fährt da bestimmt irgendwo ein Meter. Der fährt da rum, darüber, hier rum. Da das. Tunnel gucken. So weit. Ah, hier. Hier ist irgendwas kaputt. Jetzt aber. Genau. Jetzt läuft das wieder alles. So, was haben wir alles? Erwischt. Maschinenladenstein noch. Ach hey. Stimmt, da war noch was. Die Maschinenladenstein. Hier war mal ein Übergang. Der ist ja immer noch. Ich denke, den könnte man so fast lassen. Ist ja wieder die Gleise weggerissen. Die Folge geht ja schon ewig und 3 Tage. Da muss ich dann danach mal kürzen bzw. zusammenschneiden. In Folge 68 und 69. Und das mit den Maschinen machen wir hier. Von da nach da, genau. Und von da nach da. So. Passt. 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 Passt.
Was? Hier noch eine rein. Da oben passt noch alles. Hier fehlen auf jeden Fall noch Signale. Oh, Autosave mal wieder. Hatten wir lange nicht. Gut. So, und du hier unten? Du musst sicherlich hier irgendwo drauf, ne? Jo, das kannst du. Gegentumbegleis, komm weg. Dann ist der hier zurecht gebogen. Könnte man dem fast noch ein Durchfahrendes geben. Ach ne, gibt's ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Wer fährt denn dann eigentlich noch hier lang? Nur die Maschinenlinie. Naja, da. Ist auch noch eine Lösung da. Jetzt müssen wir das Rest wieder machen. 62, kein Weg elektrisch. Du bist also da. Passt jetzt. Sieht gut aus, fährt Bad bis Bad Wildbad. Obwohl es wahrscheinlich von der anderen Seite günstiger wäre, aber gut. Das heißt, kein Weg elektrisch, du drehst dich einfach mal um, passt so weit. 45. So, du bist. Kein Weg. Achso, du bist noch das letzte. Das letzte Puzzlestück hier. Was ist noch zu lösen gilt. Der ist auch noch nicht da. Okay. Das heißt, und da, und dann direkt hier rüber gehen. Ja, komm, lass erstmal die ganzen Züge ankommen. Ja, ja, ich weiß. Aber der muss ankommen. Das ist wichtig. Und dann kann das, oh Jesus, stopp. Ja. Ohne Gleis eher blöd. Sonst wird das nix. Ohne Signal. Ja, alles klar, du kannst fahren. Soweit so gut, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, gut. Außer. Hilfsgleis kommt weg. Und das ist völliger Blödsinn hier halt. Das Signal, das braucht kein Mensch. Weil wir hier ja noch was haben, was hier mit rein muss. So, da ist noch so ein Wege. Jupp, machen wir es doch da richtig weg. Nee, nicht schon wieder. Jetzt ist kaputt. Jetzt ist wieder kaputt. Gut, dann machen wir das halt auch nochmal. Passt. 1, 2. So, wenn der reingekommen ist, direkt hier. Passt. So und so, perfekt. Und hier noch Doppelkreuzweich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und keine Störungen mehr. Und hier sieht alles ganz toll aus. Der kann da reinfahren. Der kann hier sogar dran vorbeifahren, so ein bisschen. Problem ist nur, dass hier die Maschinen Bad Lobenstein, nee. Warenladenstein, das ist das. Was ist denn das eigentlich?
Egal, jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen laufen. Der ist ja weg hier, genau. Wird jetzt auch dort hinten lang. So, laufen wir jetzt hier in der Linie drüber. Zwei, die aber vorher ausgewechselt werden können, wenn ich die nämlich jetzt hier wegnehme. Jep. Das ist genau der Punkt. Gut. So, Straße, hier, da, da. Waren Bad Lobenstein. Jo, passt. So. Jetzt ist alles irgendwie wieder sauber. Das Einzige, was man jetzt machen kann. Was ich auch machen werde, das ist eh schon viel zu spät. Das wäre hier ein Gleis raus. Also hier ein Gleis raus. Jupp. Kann nicht ganz. Dann kann der nämlich schön außen. Genauso. So, und wenn man den jetzt noch wegnimmt hier. Sieht ein bisschen komisch aus. Jo. Dann müssten die... Oh Mist. Warum das denn? Nope. Fehlen hier wieder irgendwo was? Nee. Einfach nur... So. Quatsch. So rum, genau. Passt besser. Passt jetzt? Ne, immer noch nicht. Das Maschinen Bad Lobenstein, Bad Wildwald Abzweig, Lobenstein. Werde ich hinzufügen. Nee. Geht da echt außen rum. Ach du Heiliger. Was sind das hier für ein Blödsinn? Aber gut, erkannt. So, Bad Lobenstein mit Abzweig. Der ist da oben nicht für dich, aber das war wahrscheinlich der schnellere Weg wahrscheinlich sogar. Wer weiß. Müsste ich mal überlegen, ob das sinnvoll ist, sinnvoll wäre. So, also das war doch ein ziemlich heftiger Umbau, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dass das jetzt schon eine Dreiviertelstunde läuft. Also ich werde die Folge auf jeden Fall splitten. Dass das zwei werden, 68 und 69. Und damit sage ich Tschüss, ciao, goodbye, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.